Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Hardware-Redaktion von GameTogether.de. Heute haben wir natürlich nicht den Noise-Blocker E-Loop B14 PS im Unboxing, denn den haben wir euch, glaube ich, schon vor knapp 2,5 Jahren das erste Mal vorgestellt. Letztes Jahr irgendwann noch die Black Edition vorgestellt und jetzt gibt es allerdings schon wieder ein neues Produkt und man erkennt es hier unten vielleicht schon, es leuchtet. Ja, ihr habt richtig gehört, Noise-Blocker E-Loop mit richtig geiler Beleuchtung. Das hier ist das Produkt, welches wir euch heute vorstellen möchten und zwar aus dem Hause Noise-Blocker den neuen NB E-Loop X. Wirklich brandaktuell jetzt auf dem Markt. Wir haben die Lüfter vor 2 Tagen zugeschickt bekommen und ich glaube seit gestern sind sie auch überall auf Lager. Vorher waren sie halt nur vorbestellbar, deswegen wirklich super, super brandaktuell. Wir haben uns natürlich das Ganze schon mal ein bisschen angeschaut. Wir haben natürlich mehr als einen Lüfter bekommen. Wir haben einen hier in BL, also in Black. Und wir haben die weiße Version 12-mal zugeschickt bekommen, da wir das Ganze am Ende auch in unserem Projekt-PC einbauen möchten. Dazu gibt es dann aber ein separates Video, wo dann einfach ein bisschen mehr dazu noch erzählt wird. Kommen wir also, wie gewohnt, erstmal kurz auf die Verpackung zu sprechen. Ganz klassisch, Noise-Blocker. Wir haben hier natürlich das Produkt selbst abgebildet, in dem Fall ein Noise-Blocker E-Loop mit transparenten Lüfterblättern, was ja schon mal sehr, sehr geil ist. Ihr werdet das nachher auch sehen, wenn wir das Ganze angeschlossen haben, wie geil das wirklich ist. Wir haben hier die P-Version bei den klassischen, also bei den hier gab es ja P und PS. Hier in dem Fall genau ist es ein PS. Der PS 1200 Umdrehungen maximal. P 1500 Umdrehungen, sieht man hier auch unten. Die 140er Version gibt es auch nur in der P-Version. Ich glaube auch, dass es so bleiben wird. Ist aber nicht weiter tragisch. PWM geregelt, gar kein Problem. Und was noch besonders an dem Lüfter einfach ist, ihr könnt hier durch die Semi-Passiv-Option von 0 bis 100% regeln, was halt wirklich schon mal richtig, richtig geil ist. Einfach so einen Premium-Lüfter zu haben, der dann auch noch das Ganze so unterstützt, dass ihr wirklich im Office-Idle-Bereich, wenn ihr vielleicht nur kurz ein bisschen was im Internet macht und nicht unbedingt darauf angewiesen seid, gerade mit einer fetten Custom-Wasserkühlung zum Beispiel jetzt hier noch Lüfter laufen zu lassen, weil was ist im Office-Bereich großartig anspruchsvoll, was die Hardware jetzt unbedingt wärmer macht und der Kreislauf nicht auch ohne Lüfter-Support schaffen würde. Dementsprechend kann man hier für so den alltäglichen Gebrauch ein richtig, richtig leises System einfach aufbauen. Ich glaube, da hört man dann zum ersten Mal Geräusche von dem Rechner, die man sonst überhaupt nicht wahrgenommen hat, weil man ja immer irgendwie ein bisschen Luftstrom wahrnimmt. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze dann auch wirklich live eingebaut funktioniert. Wie gesagt, wir bauen insgesamt 12 Stück davon nachher noch ein. Dann haben wir, wie gesagt, noch die Option der Lasterkennung. Das heißt, die Lüfter erkennen automatisch, ob Last auf dem System anliegt und drehen dementsprechend hoch. Und das statische Druckverhalten wurde natürlich noch einmal verbessert. Finde ich persönlich schon mal ziemlich geil, obwohl das Ganze ja vorher schon extrem gut war. Jetzt das Ganze halt noch besser. Also, wir haben hier einen klassischen Noise-Blocker E-Loop, bionische Bauform mit Beleuchtung und einigen Optimierung, Verbesserung und ich denke, das rundet diesen Premium-Lüfter einfach nochmal enorm ab. Ansonsten ganz klassisch, also ich meine, wir haben die Verpackung schon ewig und je gesehen. Ein paar Veränderungen gibt es natürlich, wie gesagt, mit dem statischen Druckverhalten. Hier, wie gesagt, die 1500 Umdrehung-Variante. Auch ansonsten die Rückseite eigentlich wie gewohnt. Einziger Unterschied hier ist halt nochmal die RGB-Beleuchtung, hier in dem Fall 5 Volt ARGBs, adressierbare RGBs. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich noch, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Wir haben zwar einen Controller da, der kann auch einiges, aber es gibt mit Sicherheit Controller, die halt auch mehr können. Aber ich denke, für so einen groben Einblick wird das definitiv ausreichend sein. So viel zur Verpackung. Ihr wollt natürlich den Lüfter sehen. Und zwar einmal in schwarz und bereits angeschlossen am Controller das Ganze in weiß. Ich
Ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wie gesagt, wir haben hier den weißen Lüfter, richtig schönes Perlweiß, gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. Von dem, wie gesagt, werden wir insgesamt 12 Stück in unserem Projekt-PC nachher noch einbauen. Da das Ganze hier schon verkabelt ist, gleich für den Test, werden wir jetzt einfach mal den schwarzen Lüfter nehmen, um uns auf eine kleine Reise zu begeben. Wie man schon sieht, wir haben den klassischen schwarzen Rahmen, wie auch bei den Ursprungs-E-Loop. Es ist wirklich komplett identisch, da hat sich nichts geändert. Funktioniert, also warum etwas ändern? Einziger Unterschied, den es hier dann wirklich gibt, die Absorberecken quasi hier, diese Gummis, die man ja auch wie gesagt tauschen kann, die sind jetzt hier ab Werk schon schwarz, was ich persönlich auch sehr, sehr begrüße. Wir haben wie gesagt ein transparentes Lüfterblatt. Wir haben hier drinnen, sieht man jetzt kaum, beziehungsweise da könnte man es eventuell, ja doch, da sieht man es. Da sitzen die ganzen kleinen LEDs, 9 Stück an der Zahl. Wie das Ganze, wie gesagt, gleich aussieht mit aktiver Beleuchtung, werdet ihr gleich sehen. Was kann ich euch noch dazu sagen? Lüfterblätter wurden ein wenig optimiert und hier erkennt man das, glaube ich, ganz gut, dass das hier so ein bisschen diesen sandbestrahlten optischen Part irgendwie hat. Also einmal hier oben und einmal dementsprechend auch hier unten. Also oben und unten gibt es hier jeweils so eine kleine Fläche, die so ein Finish hat, dass das Ganze wie so einen sandbestrahlten optischen Part einfach erfüllt. Das Ganze wurde gemacht, um quasi die Leuchtintensität der LEDs, wenn sie hier auf die Lüfterblätter treffen, einfach nochmal perfekt streut. Und ich kann euch sagen, Noise Blocker selbst sagt ja, die Lüfter sind eher sehr dezent in der Leuchtkraft. Und ich hatte, wie gesagt, beide schon angeschlossen, einmal den schwarzen und einmal den in der White Edition. Beim schwarzen trifft das relativ gut zu, weil wie gesagt, das schwarze Kunststoffgehäuse nimmt natürlich jetzt nicht so krass die Farbe auf, dass es halt jetzt vielleicht nochmal ein bisschen kräftiger wird zum Beispiel. Also das geht halt relativ unter. Trotzdem muss ich sagen, der schwarze Lüfter ist schon sehr krass in der Leuchtkraft. Aber wenn man sich das Ganze bei dem weißen Lüfter jetzt anschaut, was wir jetzt auch direkt machen werden, wir werden einfach mal das Netzteil starten. Das ist schon ziemlich, ziemlich dolle auf jeden Fall. Wir müssen mal ganz kurz hier den Controller ein bisschen entwirren, damit wir hier mal ein bisschen höher kommen. Wir haben hier, wie gesagt, unser kleines Display. Das hier ist jetzt also quasi der Noise Blocker E-Loop mit ARGB. Wie gesagt, 1500 Umdrehungen, Semi-Passiv-Option, Lasterkennung, statisches Druckverhalten wurde verbessert. Es gibt eine LED-Optimierung, was die Effizienz angeht natürlich. Und wir haben hier in dem Beispiel jetzt hier den B14P und mit ARGB-Beleuchtung. Wir haben auf dem Lüfter insgesamt 2 Jahre Garantie. Ich denke, das ist geschuldet aufgrund der RGB-Beleuchtung, denn ich bin der Meinung, dass die normalen E-Loop-Lüfter 5 Jahre Garantie haben. Aber ich denke mal einfach, man kennt es selber, so eine kleine SMD, LED, wie auch immer, die muss auch erstmal über 2 Jahre halten. Und ich denke, das wird hauptsächlich der Grund sein, warum wir hier keine 5 Jahre Garantie haben. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht weiter tragisch, wie ich finde. 2 Jahre ist halt einfach so eigentlich der Standard und dementsprechend sollte man das jetzt nicht unbedingt als Negativpunkt aufnehmen. Wichtig für euch ist wahrscheinlich noch neben den Effekten, die ich euch gleich zeigen werde, dafür dunkle ich hier gleich aber erstmal noch ein bisschen den Raum ab, damit das halt einfach noch ein bisschen besser zur Geltung kommt, der Preis. Preislich hat sich natürlich auch einiges getan. Wir haben ja hier den klassischen E-Loop. Der liegt bei 25 Euro, besser gesagt 24,90 Euro. Wir haben hier den klassischen bionischen Noise Blocker E-Loop Lüfter mit Beleuchtung und natürlich einigen Verbesserungen mit der Lasterkennung, mit dem Semi-Passiv-Modus und, und.
Und hier fallen jetzt 32,90 Euro an. Das ist natürlich eine Menge Geld, das ist mir durchaus bewusst. Und ich denke, das geht euch genauso. Aber wer bereit war, sage ich mal, 25 Euro für einen wirklich sehr hochwertigen und mit einem der besten Lüfter zu investieren, die es auf dem Markt gibt, und das Ganze jetzt noch mit Beleuchtung haben möchte, der wird mit Sicherheit auch bereit sein, diese 7 Euro Aufpreis zu bezahlen, was ich persönlich aufgrund der Verbesserungen des E-Loops und der RGB-Beleuchtung wirklich noch super, super fair finde vom Preis. Also das hätten auch durchaus 36 Euro am Ende sein können, und selbst da hätte ich dann wahrscheinlich noch gesagt, das geht schon noch, aber es wäre dann wirklich hart an der Grenze gewesen. Ne? Also klar, wir reden hier über 33 Euro pro Lüfter, wenn man jetzt einfach mal so bedenkt, dass wir 12 Stück davon verbauen, wenn man sich das jetzt kaufen müsste, das geht schon extrem ins Geld. Also das macht wirklich dann für viele Leute nur dann Sinn, wenn man auch wirklich richtig einen krassen PC aufbaut, mit Wasserkühlung vielleicht meinetwegen auch. Für alle anderen könnte das vielleicht ein bisschen zu teuer sein, aber ich denke, das ist gar nicht so das Hauptproblem, weil solche Lüfter werden ja eh in der Regel eher für diese krassen Wasser-PC-Builds verwendet, für von Enthusiasten. Und ich denke mal, in so einem normalen 0815-PC würde man wahrscheinlich solche hochwertigen Lüfter eher selten vorfinden. Dementsprechend eigentlich meiner Meinung nach alles im grünen Bereich. So, wir werden jetzt kurz ein bisschen dunkler machen hier. So. Das ist jetzt so das, was ich euch zeigen kann. Und man sieht schon, das ist eigentlich gar nicht so wenig von der Leuchtkraft her. Ich werde den mal kurz hier ein bisschen aufbauen. So, seht ihr das einfach besser? Und ich finde, die Leuchtkraft ist schon extrem. Wir werden jetzt einfach mal kurz nochmal zurückgehen zu der Ausgangsfarbe. Das wäre nämlich rot. Wir können mit unserem Controller dann halt ein paar Farben auswählen. Ist alles mit einer Fernbedienung gesteuert und wie gesagt hier über das Display. Dann gibt es so diesen klassischen pulsierenden oder atmen Effekt, wie manche Hersteller das auch immer nennen mögen. Wie es jetzt bei Lamtrom heißt, weiß ich nicht, wird auch nicht irgendwo erläutert. Ist halt einfach ein Modi, den es halt gibt. So, der Modus hier ist auch wieder ganz normal klassisch, einfach pulsieren, und wie man sieht, die Farben ändern sich, obwohl ich jetzt nichts auf der Fernbedienung anklicke. Also das ist einfach jede Farbe, die jetzt vom Controller hier unterstützt wird, die wird jetzt einfach nach und nach abgerufen. Dann gibt es noch so ein bisschen, was so ein bisschen bekloppter wird, sage ich mal, und ich sage euch gleich eins, es wird noch bekloppter. Da ist es halt immer Geschmackssache, ob man jetzt sowas einstellt oder nicht. Also ich finde es ein bisschen sehr übertrieben, was gleich kommen wird. Das ist zum Beispiel auch ein Modi, der zwar optisch natürlich sehr geil aussieht, aber durch dieses ganze Geflacker, ich glaube auf Dauer könnte das schon ein bisschen störend sein. Dann gibt es das natürlich wieder in den verschiedenen einzelnen Farbvarianten. Das hier finde ich persönlich ziemlich schick, hat so ein bisschen was wie, ja, man kennt ja so diese typischen Filme mit U-Booten und so Nahgeräte, hat so auch diesen Effekt natürlich, ist vielleicht ein bisschen schnell dafür, aber so kann man sich das, sag ich mal, grob vorstellen. Dann gibt es das Ganze noch andersrum, beziehungsweise auch hier natürlich wieder. In den verschiedenen Farben. Hier gibt es einmal den Effekt mit den, also wir haben quasi hier mal gelb, mal rot, also immer an verschiedenen Stellen. Wie gesagt, ARGBs sind ja adressierbar. Dann gibt es hier wirklich so einen richtig, ich sag's mal, Abfuck-Modus. Also das, also wer das freiwillig sich einstellt, weiß ich nicht. Also man guckt halt im Endeffekt 10 Sekunden drauf und man kriegt Kopfschmerzen, weil es einfach viel zu übertrieben ist. Das Ganze gibt es dann auch in verschiedenen Farbkombinationen. Das hier finde ich persönlich noch ziemlich schick. Das ist halt so dieses Blau-Rot. Man hat hier immer an der Stelle eine, man sieht es glaube ich in dem Video auch hier, dass es hier immer so ganz kurz grün aufleuchtet. Weiß nicht, ob das gewollt ist oder ob das ein Fehler ist. Ich denke mal, dass es einfach der Farbverlauf dazwischen ist.
Finde ich jetzt auch nicht unbedingt störend. Sieht da trotzdem geil aus, aber gewünscht hätte ich mir, wenn dieses Grüne da nicht wäre, weil es halt wirklich dann immer nur so grün, 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 grün und wirklich nur so eine einzelne LED und die geht natürlich komplett unter in dem Ganzen. Also man sieht hier hinten zwar auch ein bisschen was grün leuchten, aber es ist einfach viel zu wenig, da es halt wirklich auch nur eine einzelne LED ist. Ja, und da sind wir dann auch schon durch. Ich denke aber von der Leuchtkraft her, wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen anschaut, das ist schon, ich sag mal, gerade auch so bei so einem Grün, das ist schon extrem, ne? Also das kann sich schon auf jeden Fall sehen lassen. Das finde ich persönlich schon richtig, richtig schick. Und auch wenn man jetzt hier mal so seine Hand mal drunter, also die Leuchtkraft reicht schon relativ weit, ne? Also es ist nicht ohne. Und selbst wenn wir jetzt mal, also so ein Lila, das sieht man auch noch ziemlich gut. Das Weiß natürlich sowieso, also kann man echt nicht meckern. Also jetzt auch mal bei Blau, da sieht man schon ein bisschen einen kleinen Unterschied, aber selbst da, ne, also man ist schon relativ weit weg mit der Hand und trotzdem reicht die Leuchtkraft dafür noch aus. Und ich denke, für den ersten Lüfter mit RGB-Beleuchtung aus dem Hause Black Noise oder besser bekannt bei vielen Leuten mit natürlich der Noise Blocker Serie, kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Preislich, wie gesagt, für viele wird das wahrscheinlich abschreckend wirken. Ich persönlich finde, für das, was man bekommt, wirklich diesen klassischen, hochwertigen Premium-Lüfter, der in Deutschland entwickelt wird und jetzt wirklich auch nochmal optimiert wurde und noch Beleuchtung bekommen hat, finde ich diese 7 Euro Aufpreis definitiv in Ordnung und noch gerade so an der Grenze, dass man sagen kann, das ist gerechtfertigt auf jeden Fall. Also ich bin definitiv begeistert, wie man wahrscheinlich auch unschwer erkennt, an meiner Stimme und an meiner Reaktion. Also ich finde das wirklich richtig, richtig geil. Und ich werde jetzt die Lüfter gleich einbauen. Da gibt es auch ein separates Video dazu. Das wird nämlich dann ein Bonus-Video zu unserem Projekt-PC. Alles weitere technische, was halt noch wichtig ist, wie immer unten in der Videobeschreibung findet ihr einen kleinen Link zu unserer GameTogether.de Hardware Area. Da werde ich natürlich jetzt auch noch ein bisschen schriftlich mich dazu äußern und da werde ich auch nochmal auf die bionische Geschichte des E-Loops eingehen. Wie gesagt, das Ganze wurde ja aus dem Tierreich nachempfunden, Pinguin und Falke, und dementsprechend für jeden, der sich da noch nicht so belesen hat, wie das Ganze denn funktioniert, was ist bionisch in dem Fall eines Lüfters. Es gibt natürlich immer Leute, die können sich da überhaupt nichts drunter vorstellen. Für die werde ich das ganze Thema noch mal kurz aufgreifen, werde noch ein paar Bilder, wie gesagt, mit reinpacken. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch an dieser Stelle durch. Ich denke, die wichtigsten Änderungen bei dem beleuchteten E-Loop habe ich euch genannt, genauso wie den Preis. Und ich denke, das Endergebnis kann sich definitiv sehen lassen. Also ich finde es wirklich extrem geil. Also anders kann ich es nicht sagen. Also ich freue mich schon richtig, gleich einen Rechner ausmachen zu können, die 12 Lüfter zu demontieren und 12 neue Lüfter zu montieren und das Ganze dann als Endergebnis dann hier auch leuchten zu sehen. Obwohl es bei dem jetzigen Projekt-PC halt wahrscheinlich zum Teil sogar ein bisschen untergehen wird. Aber da kann ich euch jetzt schon mal spoilern, neues Projekt ist auf jeden Fall schon in Planung, wird aber letzten Endes jetzt erstmal dann wahrscheinlich nur ein neues Case sein und hardware-technisch wird sich da bis mindestens Sommer nächsten Jahres nichts ändern, da halt einfach kein Bedarf besteht und es auch keine neue Hardware gibt, die jetzt Sinn machen würde. Dementsprechend wünsche ich euch an dieser Stelle einen schönen Tag und lasst doch ruhig mal einen Kommentar da, wie geil ihr diese E-Loop Lüfter findet mit Beleuchtung. Vielleicht habt ihr ja auch schon welche gekauft oder vorbestellt, wie auch immer. Und ja, wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentar ist natürlich auch immer gerne gesehen. Habt ihr Fragen, könnt ihr die auch natürlich gerne stellen. Ich schaue eigentlich immer regelmäßig auf unseren YouTube-Kanal, ob es irgendwelche neuen Kommentare gibt und versuche die eigentlich auch in der Regel bestmöglichst und so schnell, wie es mir möglich ist, zu beantworten. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Video wieder, wenn wir alle Lüfter eingebaut haben und wir das Projektvideo als Bonusmaterial, sage ich mal, noch online bringen. Und da das wahrscheinlich nach Weihnachten erst passieren wird, wünsche ich euch an dieser Stelle noch ein frohes Fest und bis zum nächsten Mal. Haut rein!